Auch in der dritten Folge von Let's Challenge Buschi ist natürlich wieder ein Top-Sportler des Zürich Sports Teams bei uns zu Gast bei der beliebten Rubrik Entweder oder. Diesmal also mit Johannes Lochner, unserem Bob-Weltmeister. Und wir legen direkt los. Johannes, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Zweier- oder Vierer-Bob? Vierer-Bob. Warum? Weil ich im Vierer bis jetzt erfolgreicher war und das im Team einfach mit der Mannschaft oben am Start mir mehr Spaß macht. Krafttraining oder im Bob sitzen? Im Bob sitzen im Winter, im Sommer Krafttraining. Also das wechselt bei mir wirklich von den Jahreszeiten. Smartphone oder Portemonnaie verlieren? Oh, ich bin da so ein Talent, ich verliere mal gern beides. Was verlierst du denn noch weniger gern? Autoschlüssel. In der Uni sitzen oder im Elektrotechnikgeschäft arbeiten? Derzeit in der Uni sitzen, weil mir das Arbeiten gerade schon beim Hals raushängt. Rock oder Hip-Hop? Hip-Hop, definitiv Hip-Hop. Warum? Ach, keine Ahnung, bin da von klein auf irgendwie eher auf der Hip-Hop-Seite. Risiko gehen oder auf Nummer sicher? Natürlich Risiko, sonst würde ich nicht Bob fahren. Das gefällt mir nicht. Nach der Karriere Trainer oder weg vom Sport? Auf jeden Fall weg vom Sport, deswegen habe ich studiert und ich will dann im Elektrotechnikbereich irgendwo bleiben. Schorsch Hackl oder Rudi Lochner? Das ist auch eine gute Frage. Auf jeden Fall Rudi Lochner, weil der war nämlich ein richtiger Sportler und kein so Rodler wie der andere. So macht man sich Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Weltmeistertitel oder Bronze bei Olympia? Ich würde den Weltmeistertitel nehmen. Tatsächlich? Weil ja, weil das ist einfach ein Titel. Und eine Medaille bei Olympia ist schon cool, aber wenn du halt mal was gewonnen hast, warst du einfach besser. Finde ich gut. Skeleton oder Rodeln? Ach Gott, ihr seid gemein. Dann wahrscheinlich nur lieber Skeleton. Ich hätte jetzt mit Bobfahren gerechnet. Stimmt.